Zweite Runde, ich muss gegen Jan sein und Flex, man. Das Weiterkommen könnt ihr beide ganz schnell vergessen. Wer besser? Endstation im Achtel für euch. Zu eurem Glück hat Jinri ganz schön enttäuscht. Und Jules hat praktisch gewollt, dass ich der Sieger bin im Battle. Natürlich. Dreimal dürft ihr raten, woher ich das wieder weiß. Richtig, 27 Plätze. Ja, ich kicke Überrunden. Ich bin so sick, ich hab den ersten überholt. Fange an, die letzten zu überrunden. Über eure Runden kann man leider gar nichts Tolles sagen. Nix. Schlechte Rapper, doch sympathisch in den Kommentaren. Nett. Mir fällt grad auf, ich kann das über deine Tolle sagen. Denn für mich sieht das so aus, als hätte Jan sein Pommeshaare. Zwar nicht gelb, aber ölig und so. Es sieht so aus, als hätte man deine Kopfwasserfritteuse gezogen. Das war schöner Chirurgen. Hast du mit deiner Fresse Pech, denn da gibt's echt nichts zu retten, wie bei den Texten von Flexman. Bewusst gegen ne Hook entschieden, damit sie irgendwelche Punkte kriegen. Okay, ich war faul, Mach was draus, Guck mal, wie nett ich bin, ich schenk euch die Punkte. Und obendrauf gibt's den Preis für die schlechteste Runde. Gern geschehen. Denn ihr seid beide dumm. Oh ja. Ihr denkt doch allen Ernstes, ein Feature vom Katsu wäre eine Steigerung. Während Flexman nur dabei ist, über schlechte Lines zu kicken, will Jan sein laut seinem Text mal paar Rapper-Leichen ficken. Hä? Fand ich äußerst krass, was du da angedeutet hast. Man würde dich ja nicht mehr ficken, bräuchte man einen deutschen Pass. Yeah. Du warst das Streberkind in Mathe, das ne Erektion bei jeder seiner Lehrerinnen hatte. Peinlich. Später in der Klasse, in dem Bio-LK, warst du das Opfer, weil ein Schüler deine Videos sah. Das war bestimmt mies, weil du singst schief, wie bei deinem Rap, da ist der Cringe real. Yeah, was man letztendlich aus meinem Text entnehmen kann, Flexman hat keine Relevanz. Yeah. Ey, ey, ey.